da hätten sie die meine Yacht. Deswegen sind wir übrigens hier. In der Höhle. Dass kein Restaurant mehr ist. Das war schon am Tag richtig creepy. Aber ja, bis jetzt leben wir noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. New Day. Es geht wieder los bei uns zwei. Etwas später. Wir sind noch ein bisschen, naja, gerade nicht so abenteuerlustig, aber ich glaube, das ändert sich gleich. Weil wir gerade noch ewig mein Video fertig gemacht haben, das jetzt online kam. Das erste Video aus Zypern. Das hat hier ewig gedauert, weil wir Probleme mit dem Internet haben, weil das bei uns irgendwie nicht so funktioniert. Wie geht's in die Mall? Marcel, du kommst direkt zum Punkt. Heute und gestern war der heißeste Tag hier in Zypern, wurde uns gesagt, gell? Ja. Richtig, richtig krank, man spürt es auf jeden Fall auch. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, wer heute noch heißer sein soll, jetzt erstmal auch gar nicht ins Wasser oder so zu gehen, sondern in die Mall. 50 Grad im Auto! Heiß! Ah, verbrannt an der Armatur. Oh. Dieses Ding hier ist so. Oh, das Lenkrad ist heiß. Fuck! Die sind voller Sand, Baby. Es geht los, wir gehen in die Mall. Niemand, wirklich niemand. Wir fahren mit Socken. Oder Marcelo fährt mit Socken. Mit Socken im Linksverkehr. Ich freue mich total auf die Mall, weil da wird es so schön klimatisiert sein. So umweltschädlich, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn man dann in so einem warmen Land ist. Ich weiß, man wünscht sich das immer so, wenn man erkältet ist. Oh, ich will unbedingt ins Warme. Und wenn man dann im Warmen ist, denkt man sich so, scheiße, ich will ins Kalte. Das ist so paradox und toxisch und bla. Wir sind da. Ach, da müssen wir hin, glaubst die du? Irgendwie von hier sieht sie voll doof aus, aber von der anderen Seite sah sie richtig geil aus. Ich hab Masken. Haha. Ich hab dran gedacht. So, wir sind jetzt bei Taco Bell gelandet hier. Ich glaube, wir holen uns hier gleich was. Hier gibt's auch echt alles Mögliche, haben wir schon festgestellt. Aber hier ist so viel los. Mal schauen, wo wir jetzt hier anfangen. Marcelo meint, hier gibt's auch irgendwas Vegetarisches. Vegetarisches. Was ist denn hier vegetarisch? Alter, geil. Wir holen uns eine Bellbox for two. We got some food. Taco Bell. Ja, Taco Bell. Es war ein bisschen schwierig, meinte Marcelo, was Vegetarisches zu finden. Wir haben das letzte Mal Taco Bell in Valencia gegessen. Das ist auch schon wieder ewig her. Nach der Mall haben wir uns einfach mal kurz hier ein bisschen wieder zurückgezogen. Ihr wisst ja, heute ist der heißeste Tag und haben uns mal ausgeruht, weil die letzten paar Tage schon echt heftig waren und wir jetzt die ganze Nacht am Meer verbringen. Baby! Wir haben gerade zudem erfahren, zu dem Beat, in das wir gehen wollen, gibt es viele Tiere, die nachts aufkreuzen. Zu einem die Tiere, weswegen wir da hingehen. Zum anderen Fall gibt es auch noch eine Schlange, die auch beißen kann und die auch tödlich enden kann. Aber nur in den geringsten Fällen. Also, wenn ihr einen beißt, haben wir uns erkundigt. Oftmals kriegt man halt nur Vergiftungserscheinungen und stirbt nicht. In seltenen Fällen stirbt man. Ich sag das jetzt so locker, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe wirklich sehr Schiss. Wir haben uns jetzt die ganzen Sachen durchgelesen, was man tun kann, damit die Schlangen sich davor verpissen. Wir versuchen uns artgerecht gegenüber den Schlangen auch zu verhalten. Aber es kann halt immer passieren, dass wir aus Versehen so eine stören. Hast du Respekt davor? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir eine treffen werden. Ich hoffe auch nicht. Also ich hoffe nicht. Ich denke auch nicht. Ne? Wollen wir jetzt nicht ansehen, placebo-mäßig. Aber ich finde es gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, was für giftige Tiere es überhaupt hier gibt. Ne? Das ist ja schon mal ein Anfang. Und hier gibt es auch Füchse in dem Bereich, wo wir hingehen. Aber die haben Angst vor Menschen. Ja, also wir glauben, die Füchse haben Angst vor Menschen. Ich hab gegoogelt schon. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Füchse stelle ich mir trotzdem sehr, sehr gefährlich vor. Nee. Füchse. Es hat jetzt aber schon ein bisschen abgekühlt, oder? Jetzt hat es wahrscheinlich nur so knappe 30 Grad. Boah, das ist angenehm jetzt schon. Ja, viel angenehmer. Boah, I'm all a bit scared. Direkt hier am Meer einen Parkplatz gefunden. Ey, das war heftig. Das war richtig krass. Das war heftig. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Meer und schauen, so, was es hier so gibt. Da waren wir nämlich noch gar nicht so gescheit. Und nachher geht's zu den Turtles. Turtles! Mal schauen, also wäre krass. Also wenn wir das schaffen, wäre krass. Wir müssen nochmal umpacken, aber egal. Wir haben gesehen, dass das Suppliers oder Suppliers Parkplatz ist. Keine Ahnung, wie man das spricht. Noch nie von diesem Wort gehört, also Lieferanten. Zumindest hat das Google gesagt, deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal. Da hinten ist noch so ein anderer Parkplatz, da fahren wir nochmal hin. Da haben wir gestern kurz geparkt, weil gestern haben wir nicht gevloggt den ganzen Tag. Da waren wir nämlich schon bei den Turtles, da waren halt keine. Und da hatten wir uns auch hier Essen geholt. Das gab es, glaube ich, hier. Oder hier war doch dieses Pizza Express. Ja, hier. Nee, da noch nicht, da war die Bank. Auf jeden Fall hatten wir uns gestern hier bei Pizza Express was geholt. Das hört sich irgendwie an wie so ein typischer Dönerladen in Deutschland. Aber da gab es, ich habe mir einfach Spaghetti mit Pesto, Avocado geholt. Normal war da Lachs dabei, aber die haben das ganz chillig. Wenn ich gesagt habe, keinen Lachs, haben wir keinen Lachs drauf gemacht. Richtig geil, Leute. Empfehlung hier. Und da hätten sie meine Yacht. Deswegen sind wir übrigens hier. Ich will unbedingt eine Yacht haben. Ich finde Bootfahren so geil. Deswegen, ne? Da musst du ja das Boot dann auch fahren. Ich muss erst mal kaufen.
So eine Yacht ist schon teuer. Reicht einmal dafür, dass ich jemals eine Yacht bekomme in meinem Leben. Dafür, dass ich sie vielleicht eine Woche halten kann und dann wieder verkaufen muss, weil ich kein Geld mehr habe. So wird es wirklich bei mir laufen, ist ohne Scheiß. Let's go to the beach, each. Let's go to... Ich habe die ganze Zeit so Bock zu singen, obwohl ich es nicht kann. Null. Die Yacht hat einfach eine Rutsche. Also das ist keine Yacht mehr. Das ist ein Kreuzfahrtschiff. Nee, das ist eine Yacht. Das ist eine Yacht. Das ist keine normale Yacht. Okay, ist doch ein Schiff. Das da hinten ist eine Yacht. Das stimmt, das ist ein Schiff. So, wir sind jetzt auf der Suche nach meiner Yacht. Marcelo, welche denkst du, ist denn meine? Schauen wir gleich mal. Also ich glaube, da hinten ist so eine zweistöckige. Das ist meine. Die hier. Die, seht ihr die? Die ist meine. Vorne, ne? Nee, die hintere, die zweistöckige. Ah, das sind zwei. Lol, ich habe keine Brille an. Sind das drei nebeneinander? Nein, das sind zwei. Verarsch mich nicht. Doch. Marcelo will auf die Yacht. Ich muss ihm erklären, dass das nicht erlaubt ist. Darf man nicht. Ach was. Komm, wir schauen uns irgendwas hinten an. Tori, frühere Nicole, das ist ein Denkmalbums. Gell? Bitte? Egal. Damn it. Ich glaube nicht, dass es gewollt war, dass es unter Wasser steht, obwohl da eine Brücke ist. Hey. Guck mal, hinten sind richtige Touris. Das ist auf der Brücke. Ich mache mir über Touri-Witze, aber eigentlich sind wir, also Marcelo und ich, die größten Touris hier. Guckt uns doch mal an. Ja, komm, er bildet sich drauf was ein. Ich bin kein Touri. Doch. Nee. Seht ihr den Gecko? Warte, da. An der Ecke da. Bewegt er sich? Nee. Nee, okay, perfekt. Mann, er war gerade genau an unserem Schatten, der Gecko. Da war er. Dein Mann muss er dort zeigen. Hier war er. Trau dich doch einfach zu flossen. Jetzt chill dir mal ganz kurz. Trau dich doch einfach, wie früher. Früher, der guten alten Zeiten. Ey, what's poppin'? Don't mind me just watching. Ey, ich hab keinen Plan, was ich sagen soll. Aber ich wollte die Kamera einfach anmachen. Also, goodbye. Marcelo hat gesagt, dass ich nicht real bin und dass meine Vlogs unauthentisch sind und dass mein Stil kacke ist. Und er meinte, ich soll wie ein normaler Mensch reden. Ja. So, jetzt rede ich wie ein normaler Mensch und es hat immer noch keinen Sinn dahinter. Du sollst so reden, wenn du auch mit mir redest. Ich will schon wieder damit anfangen, ich krieg schon wieder Ticks. Und jetzt gehen wir essen. So, normal. So, wir sind jetzt richtig schön hier. Schön am Meer essen. Und ich habe mir nur einen Salat genommen. Ich habe tatsächlich nicht so viel Hunger, aber Marcelo hat sich natürlich mal wieder gegönnt. Die Sonne ist gerade so untergegangen und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Turtles. Jetzt geht's los. Wie ihr sehen könnt, ihr seht absolut gar nichts. Und genauso viel sehen wir gerade auch, trotz Fernlicht. Soll ich mal Fernlicht ausmachen? Ja. Wow. Sieht nichts. Okay, so sieht's aus. Lass uns einfach weiterfahren. Wir fahren jetzt zu den Schildkröten. Wir hoffen tatsächlich, dass die anderen Schildkrötenschützer auch dort sind, weil wir es mittlerweile doch ein bisschen creepy finden in dieser Dunkelheit. Aber wer weiß, wenn da ganz viele Schildkröten sind, dann wird sich die Lage auf jeden Fall entspannen. Aber jetzt gerade hier so mitten im Nirgendwo. Ganz ehrlich, wenn wir es gruselig finden, dann fahren wir einfach zurück. Ja, also wir gucken einfach, wie es ist, weil es schon heftig hier sind. Also ist klar, wir sind in der Natur, ist klar, dass hier nichts ist. Aber schon gruselig. Also irgendwie ist es doch nochmal anders, wie man sich es vorstellt, wenn man jetzt halt hier ist. Also ist halt wirklich gar nichts, außer ganz viele Hubbeln an der Straße. Es ist ja nicht mal eine normale Straße. Das macht es aber auch so gruselig. Ja. So Leute, wir kommen jetzt zu einem Restaurant, das kein Restaurant mehr ist. Das war schon am Tag richtig creepy. Aber jetzt bei Nacht, das ist einfach nur noch ein Gestelle und hier hängt sogar noch so ein Schild. Aber es ist halt nichts. Sollen wir uns mal die Speisekarte anschauen? Es ist nichts einfach. Lass nicht stehen bleiben, Schatz. Einfach bitte weiter. Wir haben es aber tatsächlich in 5 Minuten geschafft. So, we are now here. Eigentlich sollte man hier nicht so mit Taschenlampen sein, weil die immer zu dem Licht hingehen. Aber wir sehen leider sonst gar nichts, deswegen... Ich glaube, wir gehen auch gleich wieder, oder? Ja. Das macht ja echt relativ wenig Sinn. Wir hören die ganze Zeit überall Geräusche, aber es ist einfach viel zu dunkel, um hier irgendwas zu sehen. Schaut mal, hier hat eine hier auf jeden Fall vorhin gelegt. Ja, seht ihr die Mule? Die ist über die... Ja, hier. Die Abdrücke. Wir dürfen die nicht kaputt machen, die Abdrücke. So Leute, ihr seht mich jetzt zwar nicht so gut, wir waren jetzt auch, ich glaube, nur eine halbe Stunde circa. Ja, überhaupt. Bei den Schildkröten, ja. Wir sind da einmal hin und her gelaufen. Wir kamen uns auch ein bisschen hilflos vor, wir wussten nicht ganz genau, wie wir uns verhalten sollen, ohne jetzt dem Ganzen entgegenzuwirken oder irgendwas kaputt zu machen. Am Anfang, muss ich euch sagen, hatte ich gerade auch noch extremste Angst, wirklich sehr, sehr viel Angst. Aber
es hat sich beruhigt, aber trotzdem ist es irgendwie, mein Puls ist glaube ich immer noch, Ruhepuls gerade bei 100. Also es ist, weiß nicht, es war jetzt schon irgendwie heftig in der Dunkelheit. Gerade kam uns auch ein Auto entgegen, wir wissen nicht, ob die zu dem Trouble Help Center Bums gehören. Wir haben uns gerade noch überlegt, wenn uns jetzt nochmal eins entgegenkommt, fragen wir mal. Aber wir wollten jetzt nicht einfach irgendeinem fremden Auto so hinterherfahren. Am Schluss sind es irgendwelche komischen Menschen. Man weiß ja nie. Man muss ja immer noch vorsichtig sein und die Augen nicht voller Herzchen verlieren, so wie wir es fast getan haben, weil wir ja einfach hergefahren sind, ohne zu wissen, was wir hier tun. Aber ja, bis jetzt leben wir noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt geht's zurück. Neuer Tag, neues Glück. Gestern war, wie würdest du es beschreiben? Gruselig. Keine Schildkröte gesehen. Aber trotzdem Spaß gehabt im Leben. Ja, und ich glaube, oder wir glauben, es waren auf jeden Fall Schildkröten um uns herum, weil wir haben die ganze Zeit Geräusche gehört, aber wir haben sie nicht gesehen. So, und ja. Wir haben unsere Handy-Taschenlampe und wir haben gelesen, man darf nicht so viel mit Handy-Taschenlampe, besser gesagt, Taschenlampe leuchten, weil die Babyschildkröten, wenn die schlüpfen, halt nach dem Mond gehen und das Licht halt den Mond symbolisiert. Nachahmt halt, nicht dass sie in die falsche Richtung gehen, und das war halt auch so ein bisschen unsere Angst, weil wir wollten die auf gar keinen Fall stören, und ich möchte euch auch nicht animieren, die zu stören, und möchte auch nicht, dass jetzt irgendwie durch mein Video jeder zweite in so einen Strand geht. Vielleicht ein bisschen verantwortungslos von uns, finde ich gerade. Wir waren da wie gesagt auch nur eine halbe Stunde und sind dann auch wieder vorsichtig gegangen, haben jetzt keine Musik gemacht oder krass laut rumgeschrien oder sowas. Ich denke, sowas ist immer sehr, sehr wichtig in so Naturschutzgebieten. Aber wir wollen es nochmal versuchen, haben wir uns gesagt, ne? Ja, jeden Tag einmal. Strand gefällt uns an sich auch irgendwie am besten. Selbst wenn man keine Schildkröte findet, genau. Ist es trotzdem wunderschön, der Strand. Das ist nämlich noch richtig schön, so ein Sandstrand, auch zum Reingehen, super lange, geradeaus durch die Afrika. Und Naturschutzgebiet. Ja, und super lange halt einfach. Gerade da stehen auch keine Liegen oder so, sind relativ wenig Touristen. Also für uns auf jeden Fall top. Auch mit dem Sonnenuntergang ist es echt wunderschön dort. Sehr empfehlenswert. Und deswegen gehen wir auch heute wieder dahin. Aber jetzt gehen wir jetzt erstmal essen. Und zwar jetzt auch wirklich in das vegane Restaurant. Weil gestern waren wir nicht in dem veganen Restaurant, weil es doch zu weit weg war. So, wir sind jetzt in dem veganen Restaurant. Marcel hat sich jetzt ein großes Menü geholt, ein Burger und so. Sieht echt geil aus. Ja, aber leider habe ich nicht so viel Hunger. Deswegen habe ich mir einfach so eine kleine Children Buddha Bowl geholt. Das ist nicht wirklich eine Bowl, aber sieht lecker aus. Das sind Onion Rings noch mit Käse umrandet. Echt jetzt? Ja. Ich habe extra nochmal Onion Rings bestellt, weil ich liebe diese Dinger. Es wird lecker. Und wir haben auch noch richtig leckere Säfte geholt. Ich habe Karotin, Marcelo hat Banane. So, next up sind hier die Sea Caves. Oh Baby, da geht's richtig runter. Also da kann man wirklich... Da ist ein Weg. Guck mal, da hinten sind Menschen ganz viele. To be real. Guck mal, die gehen da hinten runter. Die schwimmen alle da entlang. Hey, Schatz, wir haben auch Dings... Taucherbrille. Okay. Das ist richtig gestochen. Eine Distel. Oh, fick. Ey, wir schwimmen da jetzt einfach hin, oder? Holen wir uns Equipment und schwimmen? Yes. Oh mein Gott, geil. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht, das ist eine sehr, sehr gute Höhe. Let's go! Let's go! Oh, oh. Okay, reicht. Wir sind wieder am Lara Beach. Mein Lieblingsstrand. Unser Lieblingsstrand, würde ich fast schon sagen. Ja, und hier ist auch diese Turtles Station, wo man sich so informieren kann. Nur das hier oben haben wir tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Nee. Weiter unten am Strand ist auch nochmal so eine Information. Wie viele Nester über die Jahre? Guck mal, es wurden immer mehr. Ja. Guck mal, es wird hochgezichtet. Ja klar, die passen auch übel gut drauf auf. Aber hier sieht man auch direkt, was Schlimmes passieren kann. Heute, das habt ihr gar nicht mitbekommen. So ein bisschen sad information. Marcelo und ich haben heute eine Schildkröte gesehen. Eine tote. Nun war die leider tot, als wir dort, wo wir tauchen waren. Und die hat da einfach am Wasserrand geschwommen und hin und her getrieben. Ich weiß gar nicht direkt, ich kannte Marcelo hat schon von oben, bevor wir runter sind, erkannt. Wir haben die dann einfach außerhalb hingelegt. Also haben es versucht, weil das war echt, es hat gerochen, es sah nicht mehr schön aus. Das war echt sehr, sehr traurig. Aber mal gucken, wir wollen auf jeden Fall bis Sonnenuntergang hier wieder bleiben. Vielleicht sehen wir doch heute noch etwas, nobody knows. Geht's aber erstmal runter an den Strand und ein bisschen ins Meer und wahrscheinlich ein bisschen Siesta machen. Okay, wie dumme Idioten haben wir gerade gesehen. Man darf hier gar nicht bei Nacht bleiben. Hier steht auch, stay in the area at night, starting an hour before sunset and sunrise is not allowed.
Darf man dann während im Sonnenuntergang hier sein? Bitte? Starting an hour before sunset until sunrise. Wie awesome, da. Hier seht ihr auch überall die Nester von den Schildkröten, wo wir auch gestern waren. Festgestellt haben, dass wir einfach das Falsche getan haben, was man hätte tun können. Das Falsche. Und hier gehen wir gleich rein. Perfekt. Hallo. Was machen wir? Fotoshooting, oder? Machen wir ein paar coole Bilder? Ja. Und essen Maracuja? Das heißt, folgt uns beiden auf Instagram, da kommen richtig tolle Bilder online. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die immer noch Werbung für Instagram machen, aber wir haben es leider echt nötig. Lul! Zurück zu Hause kochen wir jetzt hier gerade. Marcello ist gerade schon fleißig dabei. Ich habe mich ein bisschen um Salat und so gekümmert. Wir versuchen jetzt was zu essen und währenddessen Serie zu schauen. Und die Familie hat uns halt Netflix bereitgestellt. Und jetzt sind wir gerade also in dem Kinderaccount von irgendjemandem. Da können wir nicht Biohacker angucken. Der Arme, der ist sein Leben verstört. Das kann man mir auch die ganze Zeit. Call you aus dem Schnitt. I'm so sorry, der Vlog geht einfach viel zu lang. Würde ich den Rest des Vlogs noch dazu schneiden, wären wir bei über einer halben Stunde. Deswegen beende ich ihn einfach hier an der Stelle und ihr bekommt jetzt einfach ein bisschen mehr Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.